Am 15. Juli 1943 wurde in Berlin die Widerstandsgruppe Europäische Union gegründet. Im Gründungsaufruf hieß es: Die Zukunft von morgen wird ein geeintes sozialistisches Europa sein. Das sollte sich nicht am sowjetischen Modell orientieren. Das Flugblatt wurde primär von Anneliese und Georg Roskow sowie Robert Havemann formuliert. Ob sie das 1941 verfasste antifaschistische Manifest von Ventotene kannten, weiß ich nicht. Allerdings weiß ich, dass von den Stützen der Widerstandsgruppe nur der spätere DDR-Oppositionelle Havemann die Befreiung erlebte. Wer heute europapolitische Konzeptionen oder europapolitische Strategien googelt, findet dazu nichts. Man findet insbesondere die Szenarien zur militärischen Verteidigung der EU von 2017, auch die Szenarien der Europäischen Kommission zur Entwicklung der EU ebenfalls von 2017. Und man kann demnächst ein neues Manifest finden, das die antifaschistischen Dokumente verhöhnt. Dazu später und in direkter Anknüpfung an Leo. Ich gebe zunächst einen kurzen Überblick über Grundmodelle der EU, konzentriere mich dann auf die aktuelle Auseinandersetzung um Konzepte und Strategien und schließe dann mit einigen Hinweisen für linke Politik. Wie Peter Wahl gestern schon bemerkte, ist die EU-Geschichte von Beginn an klar mit dem Militärischen verwoben und zwei Modelle dominieren. Eine superstaatliche Ordnung mit starken Institutionen und Vorrang des gemeinsamen Rechts und oder eine enge Zusammenarbeit, die auf der Souveränität der Mitgliedstaaten basiert. Die Orientierung am Bundesstaat geht einher mit dem Interesse an einer gemeinsamen Verfassung, der Anerkennung und Realisierung gemeinsamer Grundwerte und Prinzipien. In vielen Politikbereichen ist das Konzept des Bundesstaatens bestimmend. Stichworte: EU-Recht über einzelstaatlichem Recht, Entscheidungen zum EU-Binnenmarkt nach dem Mehrheitsprinzip. Das Konzept des Bundesstaates wird tendenziell von Staaten mit föderalen Systemen präferiert. Das Modell des Staatenbundes setzt auf starke souveräne Staaten mit finalem Entscheidungsrecht und die gemeinsame Arbeit der Regierungen. Entscheidungen werden im Konsens getroffen. Das Europäische Parlament spielt nur eine stark untergeordnete Rolle. Nur für wenige Politikbereiche wird die Entscheidungsmacht auf die transnationale Ebene transferiert. Für den Bundesstaat standen zum Beispiel der französische Staatspräsident de Gaulle und die britische Premierministerin Thatcher. Das Konzept des Staatenbundes wurde vor allem in den skandinavischen Ländern und wiederum von Großbritannien präferiert. Während viele nationalistisch orientierten Kräfte den Staatenbund fordern, wollen die harten Neoliberalen mit Orientierung auf Globalisierungsgewinne, Geoökonomie oder Geopolitik meist den Bundesstaat. Über die Projekte und Alternativen und Mixe streiten auch die Linken untereinander. Ein Kompromiss im Modellstreit wird vielfach in der differenzierten Integration gesehen, nach dem Prinzip: Jedes Mitgliedland macht mit, wo es will, und ansonsten hält es sich raus. Die Gemeinschaft tendiert so zu verschiedenen Gruppierungen. Einzelne Mitgliedstaaten oder Staatengruppen schließen sich in jeweils unterschiedlichen Politikfeldern zusammen, um konkrete Problemlösungen bzw. Entwicklungen zu forcieren. Zwei meist zusammenhängende Konzeptionen dominieren die Diskussion. Einmal das Europa der zwei oder mehreren Geschwindigkeiten, wobei die Mitgliedstaaten verbindlich Ziele beschließen und in verschiedenen Tempi umsetzen. Zum anderen das Europa à la carte oder das Konzept der variablen Geometrie, wo sich einzelne Mitgliedstaaten in immer neuen Formationen zusammenfinden, um in bestimmten Politikbereichen Vereinbarungen zu treffen. So wurde 1985 das Übereinkommen von Schengen durch 5 Mitgliedstaaten eingeführt. Auch die verstärkte bilaterale Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich ist differenzierte Integration. Daneben gibt es das Modell eines Europas der Regionen,
das der Idee von starken Regionen folgt, denen größere Mitspracherechte zukommen sollen. Seit dem Maastrichter Vertrag ist der Ausschuss der Regionen als beratendes Organ im politischen Gefüge der EU institutionalisiert. Es geht um den Grundsatz der Subsidiarität. Allerdings gibt es keine allgemeingültige Definition von Region, und die Ressourcenausstattung und Kompetenzen in den Mitgliedstaaten sind sehr unterschiedlich. Repräsentantinnen der Regionalebene und vielfach auch föderal organisierter Staaten drängen auf das Europa der Regionen. Während die Linken dabei auf Demokratisierung zielen, geht es den Rechtspopulisten und schlimmer um ihren Einfluss und die Ausgrenzung Andersseiender. Das provoziert auch von der Leyen's Vorgänger Jean-Claude Juncker, der in der EU 5 konkurrierende politische Tendenzen ausmachte. Die Tendenz zur ausschließlich wirtschaftlichen Integration, zur EU à la carte bzw. differenzierten Integration, zum Weiter-so, zur Begrenzung bzw. Einschränkung der Gemeinschaftspolitiken, zur immer weiteren und immer engeren Integration. Hinzu kommen die konkreten inhaltlichen Auseinandersetzungen um die außen- und sicherheitspolitische Ausrichtung, die Rechtsstaatlichkeit, das Asylrecht und die Migrationspolitik, den EU-Haushalt, die EU-Erweiterung und Nachbarschaftspolitik, die Verhältnisse zu Russland, China und zur Türkei. Dazu haben am 4. Oktober dieses Jahres 35 ehemalige hochrangige EU-Repräsentantinnen wie eben Jean-Claude Juncker ein Manifest für eine Europäische Union in der Zeit des neuen Kalten Krieges vorgelegt. Sie machen den lang anhaltenden Krieg in der Ukraine und die Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und China, das waren Zitate, als ebenfalls Zitat, die entscheidenden Momente unserer Zeit aus. Eine neue Weltordnung sei im Entstehen. Und wenn die Europäische Union ein unausgegorenes Konstrukt bleibt, wird sie bei der Gestaltung dieser Ordnung keine Rolle spielen. Ein dritter globaler Akteur neben den USA und China würde das internationale System stabiler machen. Gestützt auf die Konferenz zur Zukunft der EU fordern die 35 Promis von den Staats- und Regierungschefs anzuerkennen, dass, Zitat, das derzeitige Modell der EU in der Welt von heute nicht tragfähig ist. Die Autorinnen machen 2 anhaltende Konflikte in der EU aus. Einen Nord-Süd-Interessenkonflikt entlang der Dimension Solidarität-Verantwortung und einen Ost-West-Wertekonflikt entlang der Dimension Integration-staatliche Souveränität. Aber ein neues Miteinander und mehr EU seien notwendig, sonst könne man nicht bestehen. Es sei eine neue Verbindung zwischen den staatlichen Politiken und zwischen den staatlichen und der EU-Ebene erforderlich. Zitat, wir könnten diese Entwicklung als schrittweisen pragmatischen Föderalismus bezeichnen. Die EU müsse sich mit, Zitat, einer Kombination aus einem stabilen Rechtsrahmen und angemessenen Haushaltsbefugnissen ausstatten. Langfristig angelegte offene Arbeitsbereiche wie die Bankenunion und die Kapitalunion sollten zu einem positiven Abschluss gebracht werden. Das Ziel Fiskalunion, Leo, muss auf den Tisch. Andernfalls würde die EU nicht in der Lage sein, ihre grüne und digitale Agenda zu verfolgen. Aber sie würde sowohl innenpolitisch als auch auf der globalen Bühne verwundbar bleiben. Der anzustrebende schrittweise pragmatische Föderalismus solle aus 7 Elementen bestehen und auf Vertrauen basieren. Das Ganze zusammenfassend und zitiert: gegenseitiges Vertrauen, gegenseitige Solidarität, eine ständige zentrale Steuerkapazität, die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche europäische öffentliche Güter bereitstellt, eine neue Industriepolitik, die die strategische Autonomie der EU untermauert und die soziale Integration der schwächeren Teile der Gesellschaft sind die Zutaten.
Ihr hört, das sind die Stichworte von eben und von heute Vormittag. Es bedürfe also neuer und stabiler EU-Kompetenzen. Das Abstimmungsverfahren, Claudia Heidt ist darauf eingegangen, müsse im Vorfeld künftiger EU-Erweiterungen reformiert werden. Und die Erweiterungen müssten sein aus geopolitischen Erfordernissen. Es gäbe auch flexible Möglichkeiten, um zu verhindern, dass Meinungsverschiedenheiten zu einem Veto werden, während gleichzeitig das abweichende Mitglied vor Sanktionen geschützt werden soll. Es müsse möglich sein, Zitat, in genau definierten Bereichen die Integrationsgrenze voranzutreiben, mit variabler Geometrie vorzugehen. Diese Reformen müssten den Wahlkampf zum Europäischen Parlament stark beeinflussen. Das Europäische Parlament nun seinerseits hatte im Juni 2022 einen Konvent zur Revision der Verträge gefordert. Sein Ausschuss für konstitutionelle Fragen hatte der Plenartagung vom November einen Bericht zur Abstimmung vorgelegt, der Vorschläge für eine Vertragsrevision unterbreitet. Das Europäische Parlament hat diese Vorschläge angenommen. Worum geht es? Ein echtes Zweikammernsystem soll geschaffen und das Abstimmungsverfahren im Rat verändert werden. Das Parlament will das volle Initiativrecht und das Recht auf den Langzeithaushalt der EU mitzubestimmen, mitzuentscheiden. Die Regeln für den Vorsitz und die Zusammensetzung der Kommission, künftig europäische Exekutive genannt, sollen überarbeitet werden. Die Zahl der Kommissare soll auf 15 begrenzt und ein Rotationsprinzip zwischen den Mitgliedstaaten eingeführt werden. Die Kommissionschefinnen sollen ihr Kollegium auf der Grundlage politischer Präferenzen wählen können, wobei für geografische und demografische Ausgewogenheit zu sorgen wäre. Der Rat soll wesentlich transparenter werden und die Standpunkte der Mitgliedstaaten zu legislativen Fragen veröffentlichen. Die Bevölkerung soll mehr Mitspracherecht bekommen. Die Rolle der europäischen Parteien soll gestärkt werden. Die Abgeordneten fordern ferner mehr EU-Befugnisse in Umweltfragen. Öffentliche Gesundheit, Katastrophenschutz, Industrie und Bildung sollen künftig in den gemeinsamen Zuständigkeitsbereich der EU fallen. Die gemeinsame Zuständigkeit in den Bereichen Energie, auswärtige Angelegenheiten, äußere Sicherheiten und Verteidigung, Außengrenzpolitik und länderübergreifende Infrastruktur soll ausgebaut werden. Die Robert-Schumann-Stiftung hat sich mit den Vorschlägen wohlwollend auseinandergesetzt und darauf hingewiesen, dass sich das Dilemma zwischen Vertiefung und Erweiterung der EU in neuer Dimension zeige und dass es nur um eine Kombination aus beiden gehen könne. Dafür brauche man ein umfassendes geopolitisches Konzept zur Grundlage für die Außenpolitik, um zum Beispiel direkte Entscheidungen über Waffenlieferungen und Sanktionen treffen zu können. Der Bundesverband der deutschen Industrie stimmt im Wesentlichen dem Manifest zu und freut sich darüber. Er fordert, dass in der kommenden Legislaturperiode die EU-Institutionen folgende 7 Initiativen prioritär vorantreiben. Erstens, die Wirtschaftsbeziehungen konsequent diversifizieren. Da geht es insbesondere auch um weitere Freihandelsabkommen und andere Kooperationsformate. Zweitens, eine neue Balance zwischen Nachhaltigkeitsanforderungen und strategischen Wirtschaftsinteressen finden. Das klingt doch sehr vielversprechend. Drittens, die Verteidigungsfähigkeit der EU müsse entschlossen gestärkt werden. Viertens, die EU müsse den Binnenmarkt im internationalen Standortwettbewerb stärken und zu einer Top-Priorität erheben. Die Banken- und Kapitalunion müssen verendet werden, Industrie- und Verkehrsinfrastruktur müssen forciert auf- und ausgebaut werden. Zitat. Die Unternehmen, insbesondere der Mittelstand, erwarten einen Wettbewerbsfähigkeitscheck als integralen Bestandteil umfassender Folgeabschätzungen bei allen EU-Gesetzesinitiativen und eine wirksame One-in-One-Out-Regel. Fünftens,
Die EU sollte die Finanzierung strategischer Zukunftsinvestitionen für die grüne und digitale Transformation sowie die Sicherheit und Verteidigung stärker unterstützen. Sechstens. Um den Rückstand bei der Digitalisierung aufzuholen, sollte die EU, Zitat, dringend die gesellschaftliche Technologieoffenheit stärken, in Kompetenzen sowie Fachkräfteausbildung investieren, die Rahmenbedingungen für die Datennutzung verbessern und gezielt die Entwicklung neuer innovativer Technologien fördern. Siebtens, die EU müsse die Industrien bei der Transformation unterstützen, Genehmigungsverfahren beschleunigen, Zielkonflikte und regulatorische Widersprüche und Fehlentwicklungen überwinden. Ferner müsse sie international wettbewerbsfähige Strompreise gewährleisten und alles dafür tun, das Angebot auf dem Strommarkt zügig auszuweiten. Wir kommen also insgesamt gesehen den gestern von Birgit Mahnkopf aufgezeigten Schreckensszenario verdammt nahe. Sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung würde noch mehr verkompliziert bzw. unmöglich. Die Linken sind nun mit drei objektiven Problemen konfrontiert, über die wir reden müssen. Erstens. Nach den Erfahrungen aus dem Brexit einerseits und den Corona-Hilfen der EU andererseits haben sich Stimmungen gedreht. Die an Einfluss zunehmenden sogenannten Rechtspopulisten oder vielfach extrem Rechten favorisieren tendenziell nicht mehr so sehr den Austritt aus der EU, sondern stärker die Orientierung auf den Staatenbund, natürlich in ihrem Sinne. Linke als Verteidiger der EU, die auch daher insbesondere soziale Reformen fordern, haben es damit noch schwerer. Zweitens, während das Ziel und die Prioritäten der Europäischen Union grundlegend andere, würden also die gerechte und demokratische, die solidarische und nachhaltige Lösung sozialer, ökologischer und globaler Probleme angestrebt, wären einige der Reformvorschläge in Richtung mehr EU durchaus vernünftig und wurden in diesem Kontext von den Linken auch gefordert. Drittens, die Linken in den EU-Mitgliedsländern sehen die Modelle Bundesstaat, Staatenverbund, Europa der Regionen und die entsprechenden anderen Kombinationen ausgehend von ihren konkreten Bedingungen und Konzeptionen zur Veränderung der gesellschaftspolitischen Kräfteverhältnisse unterschiedlich. Ihre Sichten hängen ab von den politischen Konkurrenten, den politischen Kulturen, den staatlichen Verwaltungssystemen und so weiter. Und das macht das ganze Agieren, das gemeinsame Agieren noch komplizierter. Mit den europäischen Sozialforumsprozessen wurde der Versuch unternommen, auf der EU-Ebene eine Zivilgesellschaft zu etablieren. Das ist allerdings nicht gelungen. Die Streitpunkte unter den Linken, die Gabi Zimmer 2007 auf einer Konferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung ausführte, wurden trotz aller Bemühungen Gabis und einer Minderheit nicht bearbeitet. Im drastisch abgebrochenen kurzen Diskussionsprozess vor der Gründung der Europäischen Linkspartei gab es kurz zwei Streitpunkte, die leider nicht ausdiskutiert wurden, sondern sie wurden entschieden und zwar in einer recht komplizierten Art und Weise. Es ging einmal um das Parteimodell der EU-weit und europäisch agierenden Akteure und damit eben insbesondere der sozialen Bewegungen. Und es ging um den Fokus auf die Etablierung der EU-weiten Zivilgesellschaft. Wir haben also insgesamt gesehen, und das müssen wir resümieren, zu wenig Gemeinsamkeiten herausgearbeitet und die noch weniger politikwirksam gemacht. Die europäischen Sozialforumsprozesse gibt es seit der globalen Finanzkrise nicht mehr. Es gibt aber auch keine tragfähigen Nachfolger. Die historische Mission der neuen Linksfraktion im Europäischen Parlament besteht nun in der Hilfe, das Gemeinsame herauszuarbeiten, zu stärken und die Arbeit an gemeinsamen politischen Strategien zu forcieren. Die Fraktion wird insbesondere gebraucht, um die Frage nach den gemeinsamen linken Akteuren in der EU und in Europa
ergebnisorientiert und politikwirksam zu führen und insgesamt gesehen die Linken dabei zu unterstützen. So, und da mache ich jetzt erst mal einen Punkt. Ich hätte ansonsten noch sehr viel zu sagen und vielleicht auch nachher einige Anmerkungen zu den